Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's wieder, euer Showtime. Und wir sind zurück bei God of War in Helheim. Und wir schauen mal, ob wir das Ding hier zeitnah darüber bringen. Wo ist hier gerade was gespawnt? Ah, da hinten. Okay. Das heißt, wir machen erstmal die platt. Und dann gucken wir mal. Das war... Komm, komm. Genau, das war dann diese Helheimwinde. Hier rüberbringen. Okay, du kannst uns gar nichts. Okay. Sehr schön. So. Das heißt, wir müssen das Ding dahin bringen. Mal schauen, was dann passiert. Ich hoffe, wir verkacken das jetzt hier nicht. Komme ich da ran? Ja, komme ich. So, und rüber hier. Und hoch, und hoch, und. Oh, oh. Das war knapp, weil ich den falschen Knopf gedrückt habe. Dann schau, ich habe keine Ahnung, wofür wir das brauchen. Brauchen wir das für die Tür, um zurückzukommen, oder was? Die Viecher wieder. Ja, habe ich gesehen, aber danke. Nein, Mist. Ja, wenn die einen flankieren, ist es mies. Gabe der Stärke, nice. Dicke Truhe. Da oben. Oh, noch eine Krähe, alles klar. Die holen wir uns direkt. Okay, dann schauen wir mal, ob wir das hier rüberbringen. Oh, reicht nicht. Kann ich hier nicht weiter rüber? Okay. Und los. Los. Okay, es ist immer nur irgendwie zum Zwischenparken, so wie das aussieht. Und da hinten werden wir es dann wahrscheinlich brauchen. Vermute ich mal. Ich gehe schon mal vor und dann können wir nämlich mal gucken, ob hier noch irgendwas... Ah, da. Ob hier noch was spawnt. Ich habe auch schon was gehört. Genau. Okay. Zack, und... Und weg. Okay, und dich kriegen wir auch. Sehr schön. Mir erschließt sich aber immer noch nicht, wofür wir das brauchen. Oh, sorry, wieder frisch im Hals. Aber hier hinten, vielleicht ist das ja der Schluss. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht war es auch hirnrissig, das Ding mitzuschleppen. Und wir brauchen es eigentlich für was ganz anderes. Okay, wir gucken weiter. Jetzt könnte man es von hier holen. So, okay. Und könnte dann was damit tun? Habt ihr eine Ahnung? Ach, da unten war doch noch was, ne? Stimmt, hier war doch noch was gewesen. Ah, okay. Oh Gott, wirklich? Wir machen diesen Aufwand... Oh Gott, schafft man das? Das kommt mir äußerst lang vor. Na, das hat nicht geklappt. Okay, renne. Ja, komm. Boah. Das war sehr knapp. Und das ist bestimmt jetzt ein großer Angriff, oder?
Leichter Runenangriff. Okay, ein Runenangriff, der alle Gegner in der Nähe beseitigt. Okay. Nice. Gefällt mir besser als der hier. Ja, gefällt mir definitiv besser als der hier. Wobei der hier betäubt und macht mehr Schaden tatsächlich, ne? Hier mal betäuben, noch einen dazu. Und dann da unten noch einen Schaden dazu. Hm. Und der setzt noch einen Brand. Brand macht der gar nicht. Hm. Aber eigentlich finde ich ihn sehr nice. Erhöht Dauer und Schadensangriff sowie Gesamttrefferanzahl stark. Verursacht am Ende des Klingenangriffs, nee, des Schlagangriffs eine Explosion und steigert den Brandschaden deutlich. Drücken Sie ja 2 nach einem Sprint, um Gegner mit einem Anschluss-Schildstoß in die Luft zu schleudern. Okay. Na gut. Na gut. Ich bleibe unentschlossen. Und wir wissen, warum wir hier die ganze Zeit dieses Ding mit uns rumgetragen haben. Und ziehen dann jetzt wieder gen Midgard, würde ich sagen. Beziehungsweise können wir erstmal unsere Klinge pumpen. Du hast es geschafft. Jetzt mach dich besser gleich auf zu deinem Jungen. Jo. Grüß das Pickelgesicht von mir, wenn es wieder gut geht. So. Ach, herstellen können wir einen Klingknauf. Verbessern. Chaos-Kling. Und bitte verbessern. Damit können wir auch wieder neue Skills kaufen. So, zurück. Klingenknauf. Können wir mal ausgerüstet. Ach, verbessern können wir den. Stärke, Rune, Glück, okay. Weltenschlangenschuppe, ja, ginge. Ginge. Jetzt muss ich mal kurz hier gucken. Hier können wir einen herstellen. Oh, hier können wir viele herstellen. So. Okay, wir haben 10, 6 und 10. Mörderstark, Mörderabwehr. Mörderstark finde ich eigentlich schon ziemlich nice. Mörderrunenangriff. Hm, ich glaube, ich bleibe bei dem, den wir haben, und den ziehe ich hoch, oder? Oh, was haben wir hier? Mörder-Rage-Schub. Geringe Bonusaktivierungschance auf einen Rage-Schub bei jeder erfolgreichen Tötung. Okay. Auch nicht schlecht. Stärke, Glück durch. Okay. Moderat. Stärke, Abwehr. Was haben wir hier noch? Präzision. Nö, ich glaube, dann bleibe ich bei dem, den wir haben, und den ziehen wir hoch. So. Zack. Und. Ja, komm. Sehr schön. Und geht es gleich nochmal? Das geht gleich nochmal. Und zack. Sehr schön. Okay. Verbessert auf Max. Sehr gut. 16, 10, 15. Nice. Jetzt muss ich doch gerade nochmal nach der Rüstung schauen. Welche tragen wir denn? Das tragen wir. Springer, Rüstungssplitter, gehärteter Stahl. Okay, das ist nicht das. Ich glaube, die Armrüstung war das, ne? Hm. Panzerhandschuh des Springers. Grau, jetzt können wir die nämlich pimpen. Jetzt könnten wir die nämlich pimpen. Das ist das, was wir tragen, ne? Ich will sicher gehen. Ausgerüstet, ja. Okay, und ich würde sagen, wir ziehen die hoch. Nice. Sehr schön. Sehr schön. Aber um die jetzt nochmal hochzuziehen, das wird schon teuer. Das wird schon teuer. Wir müssen auf jeden Fall noch einige Springer killen. Okay, 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 okay. Aber sehr schön. Sehr, sehr schön. Das heißt, wir können Axtknauf ausgerüstet. Oh, den könnten wir jetzt auch. Ah, jetzt haben wir die Legierung, richtig. Richtig. Aber da, damit könnte man auch den Bogen unseres Jungen pimpen. Hm. Hm, 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 hm. Ich glaube, damit warte ich erstmal noch, oder? Ah, ich weiß nicht.
Die Frage ist, warum warten, ne? Das ist schon richtig. Warum warten? Nee, ich warte trotzdem noch, weil ich weiß nicht, wie viel wir jetzt noch mit der Axt kämpfen. Und naja, wobei Axtkämpfe auch immer geil ist. Was wollte ich jetzt als nächstes? Genau, ich will hier noch was reinsetzen. Da nämlich. Hier können wir nämlich jetzt noch was reinsetzen. Sehr schön. So, hier können wir Glück, das haben wir gekauft. Glück, Geschwindigkeit, Segen, Vitalität, ja super. Abklingzeiten, Berserker-Abklingzeit, sehr geringe Bonusaktivierungschance auf einen Segen der Abklingzeiten bei jedem erlittenen Schlag. Okay, Stärke, Abwehr, Stärke 2 ist halt so ein Witz. Duellantenruhenkraft, hohe Bonusaktivierungschance auf einen Runensegen bei jeder erfolgreichen Parade. Okay. Aber ich glaube, der mit der Stärke wird es dann wohl werden. Es sei denn, ich kriege hier noch irgendwas Geiles mit Stärke, weil Stärke ein bisschen bräuchte man noch, finde ich. Abklingzeit, Stärke 4. Hohe Bonusaktivierung auf einen Runensegen mit jeder Parade. Dann nehmen wir dann, glaube ich, aber den anderen. Ja, ich glaube, ich nehme dann die Lilanen. Na, wo war er denn? Stärke, Abwehr. Ja, komm, das packen wir mal da rein. Sehr, sehr gut. Und jetzt pimpen wir hier noch weiter. Da werden wir wahrscheinlich instant auch einfach mal gleich alles kaufen können. Nice. Okay. Drücken Sie während des vorletzten leichten Kombo-Angriffs R2, um einen schweren Anschluss-Kombo anzuschließen. Nice. So, und was haben wir hier? Okay, um einen starken Angriff auszuführen, der alle Gegner gerade aus Nähe trifft. Sehr schön. Nehmen wir auch. So, na, und hier hoch. Was? Erhöht die erhaltene Verbrennungsmenge bei jedem erfolgreichen... Okay. Sehr gut. Es ist schön, wenn man so ein bisschen Zeug auf der hohen Kante hat, dass wenn man dann die Chance hat, einfach mal direkt durchskillen kann. Wieso leuchtet das hier so? Okay. Na gut, soll mir recht sein. Hier hatten wir alles. Okay, sehr schön. Gut. Wir verziehen uns, nein, falsche Richtung, wir verziehen uns Richtung Midgard. Da kommt doch jetzt bestimmt noch was, oder? Da passiert doch jetzt bestimmt noch was. Zurück nach Midgard reisen. Wir sollten nicht zögern, sofort zurück nach Midgard mit dem Korrekt, Herzen. Korrekt. Und dann unseren Jungen wiederholen. Okay. Ich drück mal Dreieck. Endlich verstehe ich! Verfluch dich, Baumler, an der Hüfte vom Geist Spartas! Nenn mich nicht so. Versteh mich nicht falsch. Von dem, was ich gehört habe, hat er es das Brandzeug verdient. Aber ich muss das erstmal verdauen. Ich weiß, du hast Götter, aber du kannst ihnen nicht fernbleiben, oder? Sag dem Jungen nichts davon. Er darf es niemals wissen. Schwachsinn, Mann! Mit Verlaub, Schwachsinn. Er muss es wissen. Ohne die Wahrheit wird er niemals er selbst sein. Hör mal, ich verstehe dich. Du hast die Götter. Alle Götter. Es ist kein Zufall, dass dich das auch einschließt. Und es schließt den Jungen mit ein. Siehst du das nicht? Er spürt es. Er kann nichts dafür, was er ist. Nicht mal im Ansatz, weil du es ihm nicht gesagt hast. Alles hängt zusammen, Mann. Du wirst ihm nichts sagen. Uiuiuiui. Okay. So, was passiert jetzt? Hey, erinnerst du dich noch an die Abkürzung zwischen den Welten? Ich hab sie verbessert. Oder vielleicht auch vermurkst. Die brauchen wir. Das weiß ich doch. Also habe ich mit den Winden von Hill dafür gesorgt, dass es nicht nur in eine Richtung geht. Jetzt könnt ihr mit mir hin und her reisen, wenn sie nicht vermurkst ist. Dann kommen wir damit zu Freya. Das ist eine sehr gute Idee. Damit jetzt oder was? Soll heißen, wir können jetzt
Nee. Die Winden. Doch, da. Das ist freigegeben. Obergeschoss. Okay, schauen wir mal. So war das doch gemeint, oder? Ganz rund, aber es wird schon klappen. Jetzt geh einfach. Okay, das heißt, wir können nur zur Hexe reisen. Da, okay. Na gut. Immerhin, das ist schon mal ein Fortschritt. Ist schon mal ein Fortschritt. Und quasseln Sie jetzt noch eine Runde? Los, frag ihn doch noch ein bisschen aus. Nicht? Naja. Wenn Kratos die ganze Zeit blockt, würde ich wahrscheinlich auch nicht mit ihm reden. Aber, naja. Ja, und dieses Ding hier, mir lässt es einfach keine Ruhe. Was ist das? Naja. Okay. So, Sohnemann. Hier sind wir falsch, aber nah genug. Er meinte, es läuft nicht ganz rund. Beeilen wir uns. Das Herz. Du hast es. Ja. Handrücken. Er ist immer noch krank. Das Fieber ist bald weg. Aber zur Heilung... muss er die Wahrheit kennen, was er ist. Ja. Es ist nicht so einfach. Richten wir ihn auf. Ich habe ebenfalls einen Sohn. Aber wir haben uns schon sehr lang nicht mehr gesehen. Bei der Geburt zeigten die Runen einen jähen Tod. Das Kind in meinen Armen war so klein, so hilflos. Ich wusste sofort, ich würde alles tun, ihn zu schützen. Egal um welchen Preis. Natürlich tat ich alles nur für mich selbst. Meinen Willen, meine Ängste, zog ich seinen Wünschen vor. Und erkannte seinen Groll erst viel zu spät. Mach nicht denselben Fehler. Glaub fest an ihn. Die Wahrheit ist nicht einfach. Doch nichts ist einfach mit einem Kind. Es ist ein Fluch. Der Junge wurde verflucht. Geh nicht ohne mich. Werde ich nicht. Mir geht's besser. Das sehe ich. Kann er denn wieder reisen? Vorerst. Kommt nicht wieder vor. Ich verspreche es. Gut, dann bemühe dich darum. Wie schön, unser Sohnemann ist wieder da. Das vergesse ich dir nicht. Allerdings. Danke. Dein Vater hat den Großteil geleistet. Du solltest bleiben, dich erholen. Du hast genug getan.
Ihr wisst, meine Tür steht euch immer offen. Uiuiuiui, okay. In dem Zusammenhang... Das ist Vanaheim, nicht wahr? Das hast du herausgefunden? Das Fenster sieht aus wie Bifrostkristall. Und ich weiß, dass es nicht nach draußen zeigt. Und naja, es macht dich traurig. Für jemand, der so jung ist, bist du weise. Ja, dies ist ein Fenster zu einer lang verlassenen Heimat. Aber es ist nur ein Ausblick. Das, was mit dir in Alfheim passiert ist, du kannst Midgard nicht verlassen, oder? Ein Geschenk von meinem früheren Mann nach unserer Trennung. Warum sperrt Odin dich in Midgard ein? Pure Grausamkeit wäre für ihn schon Grund genug. Doch wie bei all seinen schnellen Entscheidungen trieb ihn die Angst an. Vivanen waren die größte Bedrohung der Asen, bis unsere Heirat den Frieden brachte. Viele der Vanen glauben nun, ich hätte sie verraten. Für mein Opfer werde ich von meinem Volk gehasst. Mich hier einzusperren heißt, dass ich es nie richtig stellen kann. Das ist natürlich bitter. Also ich habe mich gefragt, warum wohnst du unter einer Schildkröte? Er war mein erster Freund hier in Midgard. Er bot mir einen Unterschlupf und zum Dank dafür schütze ich ihn vor allem Bösen aus dem Wald. Goldener Keiler, riesige Schildkröte, du hast interessante Freunde. Das ist wohl wahr. Okay, lasst uns mal nach draußen gehen. Können wir denn rausgehen? Ich kann nicht sonderlich schnell laufen. Okay, hier komme ich nicht raus. Okay, weil die Schildkröte nicht oben ist. Okay, ja doch, genau. Das heißt, wir kommen nur hier hinten raus. Und wir müssten da hinten hochklettern. Da konnte man... Bevor Modi uns so grob unterbrochen hat, wollten wir gerade Tirs Gruft erkunden. Ja, um die schwarze Rune zu finden. Junge, kennst du den Weg von hier aus? Oh, ich weiß nicht. Klar weißt du es, Kleiner. Wir brauchen ein Boot. Weiß nicht. Ja, wir brauchen wohl ein Boot. Also gut. Okay, okay. Zurück zum Boot. Machen wir gleich. Nee, das war was anderes, glaube ich, oder? Das könnten wir mitnehmen. Die Frage ist, wo könnten wir es gebrauchen? Also ich weiß, da hinten, hier ist was. Okay, müssen wir kurz ausprobieren. Ich weiß, oben gab es, glaube ich, noch was. Der Junge wundert sich gar nicht. Okay. Und jetzt? Ich weiß gar nicht mehr, wo die ganzen Sachen waren. Ist da drüben was? Nee, ne? Da unten geht's zu dem Strand. Also nicht zu dem Strand, zu dem ehemaligen, zu dieser ehemaligen Andockstelle. Ne. Oder geht's hier unten noch irgendwo was hin? Was uns was bringen könnte. Ansonsten müssten wir halt, wie gesagt, nochmal nach oben. Ich glaube, oben gibt's, gab es, glaube ich, noch so eine Nornenthron-Rätsel, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, schaut mal hier. Hier können wir es mit rüber packen. Okay, wir gehen es mal holen. Und dann schauen wir mal, was uns das bringt. Entschuldige, Junge. So. Okay, und los. Geh aus dem Weg. Los, 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 los. Hilfe? Nein, ich war zu langsam. Verdammt. Man kann hier, könnte da vielleicht runterspringen. Dann ist das erste Mal, dass wir es verkackt haben. War mir nicht sicher, ob ich das von hinten auch da reinwerfen kann.
So, jetzt. Laufe, laufe. Na, shit. Grissom. Verdammt. Weil ich einen schweren falschen Knopf gedrückt habe. Okay, ich hab's gleich. So. Der Junge fragt sich bestimmt, was wir hier machen. Na komm. Okay, sehr gut. So, ach, genau. Schaut mal da drüben. Da gab es ja auch diese Sträucher. Okay, wir gucken. Das hier haben wir alles schon erledigt. Richtig. So, dann hier hoch. Ach ja. Ach, und schaut mal, hier ist auch sowas noch. Okay. Oh Gott, wir haben wieder einiges zu tun, ihr seht's. Und dann können wir das hier erstmal. Nein. So, okay. Toll, Junge. Und ab hier hoch. So, und was wollen wir dann hier oben? Oh, das war gut. Müssen wir da hinten? Ach, alles klar. Okay, das heißt, wir müssen das Ding hier irgendwie so stellen, dass wir... Nein, stopp. Hörst du auf? Das ist zu nah, glaube ich. Mist. Mal gucken, ob das passt. Ach, hier hat man den Jungen damals hochgeschickt. Oh, ich überziehe schon wieder. Es tut mir leid. Jawohl, okay, das passt. Dann können wir das nämlich hierhin machen. Sehr gut. Sehr gut. Gucken, was wir da dann kriegen. So, und hops. Oh, Ziel mit Gamepad. Und eine dicke Truhe. Sehr gut. Leichter Rundangriff, ein kräftiger Klingenhagel, der in einem mächtigen Schlag mündet. Okay. Finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Betäubt zwar nicht, aber sehr, sehr nice. Ich glaube, den nehme ich mal. Okay, sehr schön. Sehr gut. Hoppala. Dann haben wir das auch. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge beginnen wir damit. Hier geht er nicht runter. Beginnen wir damit, dass wir uns um den Spiegel da unten kümmern oder hier hinten kümmern. Das ist dann wahrscheinlich die nächste Walküre, vermute ich. Ich weiß es allerdings nicht. Für den Moment sind wir durch. Das heißt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.